Hallo und willkommen wieder zurück zu Spyro the Dragon. Ja, dieses Mal werden wir mal schauen. Habe ich jetzt die richtige gewählt? Danke. Ich habe ja noch eben noch. Also, ich habe ja noch was anderes vorher aufgenommen, aber vom letzten Video, nachdem ich das gedreht habe, habe ich noch mal eben schnell noch ein paar Leben zusammengefarmt. Ich habe aber nicht weitergemacht. Da seid ihr unbesorgt. Unbesorgt, ich habe nicht weitergemacht, ich habe nur Leben gefarmt. Das eben mal schließlich. 31 Leben. Damit schließlich auch, sollten die nächsten wahrscheinlich ein bisschen komplizierter sein, dass wir genügend zur Verfügung haben. Weiter in die Welt der Dreamweavers. Sag ich dazu. Und da wollen wir ja auch heute weitermachen im Video. Ja, was soll ich dazu sagen? Wollen wir weitermachen. Also. So. Ja, super. Er wurde gerade kleiner. Okay, hier ist Pilz. Aber hier sind auch Löcher. Genau. Da haben wir schon mal ein Levelchen. Wer hat den bitte groß gemacht gerade? Genau in dem Moment. Ich wollte schon gerade sagen. Hey. Danke. Den Schmetterling braucht man schon. Dark Passage. Ja, da gehe ich rein. Wird ja aber alles immer stückweise voll. So, angekommen. Okay, sind die auch größer geworden? Genau. Okay. Okay, jetzt ist er zu groß. Ich muss warten, bis das ja klein ist. Ja, da kann ich ihn nämlich ran. Wahrscheinlich sind die nur für irgendeinen Sinn da. Ab nach oben. Oh, hier ist ein Drache, den wir retten müssen. Und gerettet. Die Feinde hier können ziemlich unheimlich sein. Aber pass auf die Narren auf. Die will ich lieber rösten. Das hört man gern. Okay. Ja, dem muss ich da erstmal sowas geben. Ja, genau. Ich schau mich mal ein bisschen um. Da ist schon mal Wasser. Sich mal darum. Genau. Sehen die so aus. Diese Narren hier. Die typisch dieses Licht manipulieren. Da ist wieder was. Hey. Oh, stimmt, die kann ich ja auch anwenden. Dann müssen wir mal zu diesen Drachen. Befreit. Danke, dass du mich befreit hast. Und 60 Drachen wurden befreit. Meine Kamera hat sich gerade eben komplett verdreht. So. Ja, genau.
ist irgendwie typisch, wenn sich hier die Situation ändert. Sind da unten noch ein paar Schmetterlinge? Nö, die sind weg. Dachte, da wären wieder noch welche, aber na. Aufpassen. Okay. Da geht's wieder zurück. Ach, da ist wahrscheinlich irgendwo hier noch ein Weg. Einmal ein bisschen umgucken. Da ist definitiv noch was. Aber hier muss ich erstmal abwarten, bis sich das Licht ändert. Ja, super. Dieser Wicht, der immer das Licht ein- und ausschaltet. So. Da haben wir noch ein Leben. 32. Okay. Retten wir mal diesen Drachen. Weißt du, du bist vielleicht genau der richtige Drache, um Nasty Nog zu besiegen. Tja, ich nun wieder. Wirklich. So, jetzt muss ich mich mal umschauen. Wo ich jetzt losfliegen müsste. So, nein, das war... Da sehe ich's. Genau da reingeflogen. Perfekt. Allerdings kommt man dann hier oben wieder hin. Nee, das ist, wenn man wahrscheinlich wieder zurück möchte. Ja, toll. Wo habe ich jetzt Libellenfutter? Nirgendwo gerade gesichtet. Da drüben. Genau, perfekt. Psala. Ah, da kann ich auch hinfliegen. Aber erstmal muss ich das entfachen. Genau. Hier gibt es ja auch nicht so. Doch, hier gibt es ordentliche Edelsteine. Genau. Ich musste auf die andere Seite fliegen. Genau. Genau. Ich nehme gerade auf. Ich muss gerade warten, bis der da... Macht er da irgendwas mit dem Licht oder tut er nur so? Ich glaube, der tut nur so. Muss ich das selbst machen. So. Das hat sich doch gut geregelt gerade. Dann mal ab nach oben. Oh, toll. Was sind hier alles noch für Gegner? Oh, noch ein Leben. Ups, genau. Muss ich irgendwie an diesen Pilz kommen. Genau. Noch zweimal füttern hier. Genau. So soll es sein. Jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen was hier mitnehmen. Ordentlich Juwelen. Und der nächste Drache. Danke, Spyro. Ich würde dir gern helfen, Nasty zu fangen, aber ich möchte nicht wieder in Kristall eingesperrt sein. Keine Sorge, der Einzige, der hier eingesperrt wird, ist er! Ja, genau. Oh, toll.
Okay. Das sieht ja noch gut aus. Noch mehr Wasser. Okay. Ja, toll. Noch schlimmer geht's ja gerade schon wieder nicht. Ach, da sind ja die Pilze. Super. Okay. Dann ab hier durch. Gerade noch geschafft. Ab nach oben. Okay. Hier sind Gegner. Alles mitnehmen. Müssen wir einmal hier rum. Na toll. Noch ein Drache. Alles klar. Und befreit. Danke, dass du mich befreit hast. Ja, hier waren tatsächlich 5 Drachen eingeschlossen. Da waren wir schon. Ja. Upsala. Eher den Flug vergeigt. Kann aber eher so fliegen, damit nichts passiert. Dann muss ich das irgendwie wieder nochmal so machen, dass ich da wieder rum muss. Und dann, ja, hat sich die Sache da. Mit dem richtigen Flug, dass wir dann wieder ein paar Juwelen mehr ergattern können. Einerseits, andererseits, ja. Genau. Ja, genau. Perfekt geschossen. Und nochmal hat er perfekt geschossen. Das hat jetzt aber nicht geklappt für ihn. So. Schön ein paar Edelsteine mitnehmen. Und ab nach oben. Genau. Und entfachen. Ja, super. Kommt das auch gut hin? Oh, oh, oh ja. Und wie? 500 Edelsteine. Und zurück. Ja, das sieht nach ordentlich was aus. So. Genau. Und noch ein Leben. Was haben wir heute gerade irgendwie für ein Glück? Ja, genau. Die blockieren da den Pfad. Ach, toll. Noch besser geht's ja wohl nicht. Hier ist noch ein Drache. Willkommen bei den Dreamweavers, mein Junge. Wenn du in dieser Welt Nastys Lakaien jagst, musst du das Unerwartete erwarten. Und mit dem Unsichtbaren rechnen. Okay. Ah, hier haben wir dann noch einen Ort. Jawohl. Okay, hier ist schon mal der nächste Ort, da gehen wir jetzt rein. Nochmal 41 Juwelen mehr. Lofty's Castle.
Okay. Typisch. Schön nach unten mit den Gegnern da. Genau. Fliegen wir einmal darüber. Genau. Ein Fee gerettet. Okay. Irgendwie habe ich das gewusst. Okay. Noch ein Fee gerettet. Was mache ich da? Wieder zurück am Start. So, müssen wir erstmal nach oben. Dieser Flug weit genug dafür ist, ist eine andere Sache. Versuch es wert. Ja, passt doch. Hier ist eine Truhe. So, wir haben auch schon wieder sowas. Genau. Roter. Hier noch ein Grün. Super. Erstmal die andere Feder rankommen. So, jetzt hat er einen Strudel geöffnet. Ich glaube, das führt genau zum selben Punkt. Kann ich auch mal dahin gehen, ja? Ja, genau. Habe ich doch irgendwie geahnt, dass das genauso passieren wird. Lege ich von so hoch ab. Genau. Abgang. Das ist ein bisschen zu weit. Muss ich von da abfliegen. Genau. Auch damit verbunden. Den nächsten wurde gerettet. Feen sind stets auf deiner Seite, Spyro. Hat man ja wohl gerade gemerkt. Genau. Muss ich darüber? Okay. Okay. Muss ich wohl so rum. Volltreffer. Nee, das ist zu tief. Das geht. Und gerettet? Danke, dass du mich gerettet hast. Na, der sagt diesmal was anderes. Ein bisschen was anderes. Aber genau das. Deutet er genau dasselbe an wie manche anderen. Einmal ab nach oben. Wohin führt das andere? Nee, wahrscheinlich auch. Ich nutze das mal so. Abgang. Okay. Nee, das fliegt tatsächlich woanders hin. Na, das hat noch geklappt.
muss ich dahin fliegen. War klar. Okay. Die Feen da. Okay. Wie sieht das gerade so aus? Wir hier so entlang müssen? Ja, genau. Ja, okay. Ach, shit. Okay. Ich glaube, vielleicht ist das damit verbunden. Optional wäre es. Trotzdem fliege ich da mal rüber. Ja. Die müssen wir mal runterfegen. Wirklich. Ups. Wieder voll ins Wasser. Ab nach oben. Hat sich geregelt. Da ist noch eine. Okay, da ist schon das Ende. Ich glaube, ich bin gerade beim Endpunkt angekommen. So, jetzt muss ich warten, bis die Feder ist. Ja, das führt genau zum Punkt, wo ich es gerade eben schon gesagt habe. Natürlich gibt es auch noch einen anderen Weg. Und diesen schlagen wir jetzt ein. Da unten ist ja nur die Kiste. Einmal so rum. Hier ist noch so ein Loch. Okay, hier gibt es ein Leben. Da ist der Start. Ab nach oben. Upsala. Na gut, dafür haben wir jetzt diesen Punkt erreicht, wo hier schließlich noch ein paar Juwelchen liegen, die ja geklaut wurden. Und diese müssen wir ja wieder einsammeln. Dafür brauchen wir die Fee. Jetzt müssen wir nämlich erstmal hier wieder hoch. Ah, da liegt noch einer. Hätte ich beinahe übersehen. Okay. Ja, genau. Wenn die mal im Weg sind. Dann machen wir es nochmal. Jetzt müssen wir es erstmal machen. Und alle runtergefegt. Ja, die Gegner sind weg. Als wenn die nicht landen können. Obwohl da drunter ein Boden war. Muss man wohl nicht verstehen. Da ist der Schlüssel. Ah, Spyro, danke. Der Supersprint bringt dich auch hier im Lofty Castle an neue Orte. Schau, wohin er dich führt. Natürlich. Wenn er schon erwähnt hat, Supersprint. Natürlich, klar. Mit Supersprint. Okay, da haben wir noch einen Punkt zum Supersprinten. Ich schaue mich mal an da oben um. Vielleicht kann man da irgendwie zu einem Ort zum Supersprint. Nee, ist ein... Ja, genau da. Habe ich gerade nicht gesehen. Ja, hier muss super gesprintet werden. Toll. Ach,
Ja, es geht hier einmal drumherum. Und dann darüber. Scheint so. Ups. Falschen Wirbel genommen. Da die ja beide da sind. Jetzt einmal wieder die Kamera richten. Genau. Nicht runterfallen. Jetzt müssen wir einmal so rum. Ah, shit. Hat nicht geklappt. Oh, egal. 34 reicht ja noch. So. Und schon wieder. Absprung. Nee, das wird ja da rum. Upsala. Das ist jetzt sowas von verpeilt. Nochmal sprinten. Falsche Richtung. Ja genau, ich muss ja darüber. Hält mir das ja wieder auf. So, jetzt müssen wir das nochmal machen. Ab auf den Supersprint. Ja genau. Ach, der ist wieder abgebrochen. Ich genau die Taste losgelassen habe. Hätte ich den Supersprint jetzt noch eingehalten. Ach, jetzt hat das wieder aufgehoben. Aber wenigstens noch, wo ein Boden unterm Fuß war. Na gut, es sind zu viele Löcher. Muss ich einmal hier rum. Mal den Supersprint einhalten. Ja, genau. Und auch ein paar Edelsteinchen. Jetzt noch schnell zur Kiste. Genau. Vollständig. Ja. Genau, passt doch. Wie viel Leben haben wir denn? 31, okay, das geht ja noch. Können wir ja so weitermachen. Das sagt Zeit. Eigentlich gut. Ach nee, ich bin ja richtig. Ich muss ja hier hoch. Aufpassen, nicht runterzufallen. Genau. Und rauf. Zurück. Genau. Die blockieren da den Pfad. Volltreffer. Nicht runterfallen. Ach, da ist ja noch ein Loch. Genau.
ja, hier ist ja schon der Ballonfahrer. Dann gehe ich da zuletzt rein. Okay. Genau. Schön die Edelsteinchen einsammeln. So, ab nach oben. Zack. Okay. Verschieben. So. Oh, falsch. Jetzt habe ich den wieder groß gemacht. Okay. Hier ist noch ein Drachen. Den müssen wir retten. Hi, Spyro. Gute Arbeit. Die Arbeit ist erst getan, wenn Nasty noch gerüstet ist. Genau. So, das haben wir eben noch schnell mitgenommen. Ach, noch ein Level up. Haunted Towers. Okay. Ach, dieser Kobold mit der Zeit. Das kann ich aber noch mitnehmen. Und rein. Hier sieht es ja zurzeit gerade so aus. Nee, das kann ich so nicht machen. Da sind die noch, die wir rüsten können. Damit kann ich noch nichts anstellen. Die sind verzaubert worden. Tal. Ja, genau. Die Nasties. Genau, besseres Feuer. Schnell da die Ritter rüsten. Ja, verzaubert worden. Da ist auch noch ein Ritter, den wir rüsten müssen. So. Genau. Ich kann diese Kisten damit so kaputt machen. Wie praktisch. Und noch einmal nehmen. Das heißt, ich muss jetzt da rein. Nachgegeben. Einmal entzünden. Das bedeutet schon wieder einmal zurückfliegen und wieder einmal nehmen. Hält ja nicht sehr lange. Das ist es ja. Okay. Hier sind
sind aber auch noch mehr von diesen Rittern. Ja, wenigstens haben wir ordentlich. Jetzt muss ich erstmal wieder schön laufen. Ja, genau. Jetzt werden die wieder verzaubert. Aber die Kiste konnte ich dadurch zerstören. Hey, Spyro. Alle Drachen wissen, dass der Kuss einer Elfe magisch ist. Er kann deine Feuerkraft steigern. Haben wir gerade festgestellt. Oder schon vorher. Ich muss zur nächsten Elfe kommen. Da ist die Elfe. Okay, da haben wir jetzt wieder ein Leben mehr. Okay. Vorsichtig. Okay, das geht. Okay. Nochmal den Kuss der Elfe gewonnen. Ja, diese Ritterrüstungen sagen schon mal Adi. Dann müssen wir mal hier nach oben. Ein super Sprint. Der kann auch nützlich werden. Ah, was ich auch noch gesehen habe. Einen Moment mal. Da ist Land. Also es ist irgendwie erreichbar. Also müssen wir ja wohl da irgendwie hinkommen. Ist nicht über die Elfe. Das wäre jetzt weit. Ach, da ist ja auch noch Land. Machen wir es so. Ein Drache. Aufgepasst, hier kommt Spyro! Hab Geduld, mein Junge. Du bekommst schon bald die Gelegenheit zum ultimativen Kampf gegen Nasty Nog. Genau. Ach, hier ist eine Rüstung. Das heißt, ich brauche wieder den Kuss einer Elfe. So. Hier sind aber echt eine Menge Edelsteine. So, und den nächsten Kuss der Elfe holen. Super getroffen. Das muss ich jetzt erstmal so machen. Hatte gereicht. Okay, da geht's zum Ziel. Jetzt noch mal ein Leben. Okay. Für den Vorsprung sieht das ja nicht aus. Was soll man dazu sagen? Oder? Man da rennt, dann springt man da drauf. Und dann wieder rein. Dann nach oben zu kommen. Nicht sehr leicht. Egal. Und nochmal den Kuss der Elfe. Dann machen wir es mal wieder schön entspannt. Mal wieder schön hier hoch. Nasty. Hey.
Genau. Geht's wieder zurück. Das heißt, hier gibt's noch eine Landschaft. Mitgenommen. Nee, da kommt man nicht rum. Außerdem gibt es hier noch was, deswegen ja. Da oben könnte man runterfallen. Und hier drüber habe ich den Drachen gehört. Nee, das hat da so nicht funktioniert. Bedeutet schon, ich muss irgendwie nach dahin kommen. In diese Richtung. Und da es ziemlich weit auseinander ist. Ja. Vielleicht dann direkt da über den Land sprinten. Ja genau, dann springe ich da ab. Und dazu muss ich den Supersprint auch noch benutzen. Na Prost. Jetzt muss ich erstmal hier sprinten, drehen. Andersrum zurück. Scheiße. Jawohl. Ach, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen zu weit nach links gemacht. Ist das nicht leicht? Ups. Wäre ich da beinahe draußen gewesen. Ja, ich muss hier sowieso rum. Und dann nochmal hier rum. Typisch diese Benachrichtigung. Oh, ich typisch, ich laufe gegen diese Wand. Das hat jetzt auch schon wieder nicht geklappt. Genau, lauf genau noch dagegen. Sehr komplex, diesen einen Supersprint hier. Typisch. Über den Supersprint. Genau. Lauf noch genau gegen diese Tür. Das war komplett komplex. Ups. Das ist definitiv von da aus zu weit. Deswegen ja. Brauchen wir dafür den Supersprint. Anders? Nee. Aber darauf kommt man auch nicht.
fast runtergefallen. Das ist wirklich zu weit von da aus. Ach, ganz schön knapp hätte ich die Tür gekriegt. Genau. Diese Supersprintrampe dürfte jetzt wohl nicht abschwächen, wenn man da hochgeht. Ja, genau. Perfekter geht's ja wohl nicht. Hoppala. Ja, ich höre den Drachen. Das ist mega komplex. Okay. Ach, scheiße. Komm. Das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Das ist das Nervige. Gibt es hier irgendwie einen Weg außen rum? Ich schau mal. Nö. Darum schon mal gar nicht. Genau. Ist genau da auf der gleichen Stelle. Ja, das denn jetzt bitte verfehlt auf dem Wirbel. Ah, da ist kein anderer Eingang. Bis den Haupteingang. Also da habe ich keinen anderen gesehen. Ist das wirklich zu komplex? Schon die meiste Zeit der gerade reingeklatscht. Die meiste Zeit der Aufnahme. Wirklich. Wie komme ich da nur hoch? Diese Türen gehen langsam, aber sicher. Blöde. Warte mal, oder ich springe von da nach da ab. Und dann springe ich da ab. Klingt plausibler. Mehrfach abspringen. Warum habe ich nicht daran gedacht? Links, rechts, rechts, Absprung, hoch, fliegen, fliegen, fliegen! Oh.
29 Leben. Okay. Geschafft. Oh, toll. Hier ist eine Kiste. Nicht darunter. Ich glaube schon, dass hier so eine Fee ist. Wenn hier solche Sachen sind. Scheiße, sie kriegt Leben. Da ist er. So. Hätte ich doch, der hätte gut. Bei dieser Fee schon. Okay. Jetzt kann ich aber auch nach draußen gehen. Da ist der Drache. Schön die gesamten Juwelen einsacken. Hier auch noch mitnehmen. Jawohl. Jetzt noch den Drachen befreien. Du beherrschst den Supersprint jetzt meisterhaft. Gute Arbeit. Okay. Typisch. Jawohl. Schade, dass man nichts pausieren kann. Dann wäre nämlich vorteilhaft. Egal. Okay, dann geht's mal wieder zurück. Juwelen gefunden. Ja, fast schon wieder eine Stunde dran. Genau. Die Narren, die du in dieser Welt siehst, sind unschlagbar. Aber das heißt nicht, dass du sie nicht angreifen solltest. Klingt doch ganz gut. Und wie das gut klingt. Da haben wir noch was. Wo ist der Narr? Ach, da ist der Narr. Rüber. Ja, genau. Das schickt es ja auch noch schön perfekt. Und ich bin einmal kurz ein Momentchen weg. Bin aber gleich in Kürze wieder da, wenn das mir jetzt gar nicht übel, wenn jetzt nichts passiert.
Ja, da bin ich schon wieder. Oh, Mann. Okay, gut, gut. 55, also ich habe 2 bis 3 Minuten halt verbraucht. Okay. Ach, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder am Start. Ja, genau. Ich muss da wieder einmal rum. Okay, 31 Leben. Jetzt muss ich ja mal darüber mit. Ich habe da was liegen gelassen. Hole ich gleich. Als wenn ich da oben war. Ist getroffen? Ja. Ich Schlaumeier muss da auch noch was liegen lassen. Ja, 2 blaue Juwelen. Meine Güte. Mal schön weiter hier. Leben ist mal wieder schön und gut. So, die beiden Edelsteinchen müssen mal mit. Noch ein Leben. Genau. Noch mehr Edelsteinchens. Ein Flug. Ja. Die Edelsteine sind alle gesammelt, die Drachen da gerettet. Ja, aber in dem Fluglevel. Icy Flight. Die Leuchttürme. So. Okay, hier sind wieder diese Fässer. Muss man diesen Propellern da hinterher jagen. Genau, die Zeit wird langsam wieder knapp. Fahrgeigt. Nochmal. Typisch, das erste Ziel, was angesteuert wird, sind die Leuchttürme. So. Egal, kommt mir sowieso noch entgegen. Die 3 muss ich erstmal abbringen von dem Pfad. So mitgenommen. Da
der letzte Zug raus. Sollten wir auch schnell die noch versenken. Die Gnasties. Okay. Ist noch schnell zu den Kisten. Blöd. Verfehlt. Ich hätte das aber geschafft. Oh. Und das habe ich jetzt total vergeigt. Leuchttürme. Typisch, dass ich jetzt noch eben noch schnell diese paar Kisten hier noch einsacke. Den habe ich jetzt gerade verfehlt. Typisch Wand. Den letzten da noch einmal. Ach ja, hier waren es ja drei im Gebiet. Ach toll. Wieder losfliegen. Scheiße, Zeit. So. So, das war auch der letzte. Schnell noch die letzte Kiste. Yes. Erwischt. Rekord? Nein. So. Jetzt haben wir hier auch nur noch ein einziges Levelchen, bevor es dann auf zur nächsten Welt geht. Fliege ich erstmal dahin. Da sind wir direkt schon in der Nähe. So. Begegnung mit Jacques. Typisch. Kobolde. Eieiei. Mitnehmen. Ach, heiße Angelegenheiten. Typisch diese Kobolde. Okay. Jetzt bin ich hier. Ah, der hat mich runtergeschubst. Mhm. 31 Leben noch. Okay. Ach, shit.
sind halt manchmal ätzende Kobolde. So. Das ist wahrscheinlich dazu gedacht, um dahin zu fliegen. Ich gehe mal darüber. Es aktiviert genau das hier. Ach ja, stimmt. Sind wir ja hier. Da ist die Kiste. Diese Kobolde auch noch. Das nicht lang genug aushält. Da jetzt schon wieder. Da ist er. Oh Mann. So. Zwei Kobolde. Stehen bleiben. So, da ist der Schlüssel. Toll. Erwischt. Nee, nicht mit mir. Sich da sowieso erstmal runterschieben. Runter machen da. So, 32 Leben. Da ist die Kiste. Allerdings geht das da weiter zum Ziel. Glaube ich mir. Aber erstmal mache ich die Kiste auf. Nee. Ja, jetzt hat er das eben runtergefahren. Und jetzt geht's wieder hoch. Das kann ich gut zum Gleiten gerade benutzen. Und der nächste Drache wurde gerettet. Danke, dass du mich befreit hast. Ja, hier gibt es tatsächlich zwei Drachen. Okay. Jetzt muss ich einmal darüber fliegen. Hat funktioniert. Okay. Erstmal wieder schön da zurückfliegen. Okay, hier sind noch weitere Gegner. Oh, und wehe. Das war klar.
ein Treffer noch. Und dann ist hier Schicht mit der Lava. Okay. Machen wir es nochmal. So. Fliegen wir einmal so. Nicht getroffen. Okay. Ja, genau. Genau. 33 Leben. Nee, hier ist gar kein Pilz. Okay. Ah. Immer wieder. Nicht da reinfallen. Hat ja keinen Schutz mehr, deswegen ja. Was soll ich dazu sagen? Schon wieder. Erwischt. Wollte ich eigentlich gar nicht treffen. So, erstmal da zurückfliegen. Passt doch. Jetzt kann ich außenrum. Da mal stehen bleibt. Genau. Okay. Nichts liegen lassen. Okay. Der nächste wurde gerettet. Hast du einen Tipp für diesen Kampf? Tipp? Ein weiser Drache hat mir mal geraten, im Leben hochzuzielen und mich vor fliegenden Kisten in Acht zu nehmen. Getroffen. Scheiße. Total blöd gefallen. Eben, da muss ich wieder nach. Typisch. Durch dieses Loch weiter rüber zur nächsten Plattform. Da ist wieder eine runtergegangen. Nur 25er. Und hier sind nochmal drei Stück von denen. Ja. Kommt das hin? Und wie? Ab zurück. Das ist aber ordentlich. Meine Güte, war das gerade ein tiefer Flug. Hier ist der nächste Ballonfahrer. Das wäre viele Schätze gefunden. Gute Arbeit, aber sieh dich vor. Gnastys Welt ist kein sehr netter Ort. Nein. Noch nicht. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Sollte das euch gefallen haben, wie immer, Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen. Ja, jetzt haben wir in der Zeit jetzt schon 90%. Ja, kommt hin.
Also, bis dahin alles Gute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und